Machen wir das letzte Spiel für heute, Chat. Rein in die Olga, ganz schnell. Auf ganz schnelle Basis. Das Gegnerteam, oh man. Nices Team. Geiles Team, Digga. Feier ich. Geiles Team, Digga. Ich hoffe, der Gegner ist auch gut. Muss ich sehr, sehr feiern. Im VfB-Stadion hier. Ist Chef Safe auch ein Deutscher. Also wenn du zuschaust auf ein gutes Spiel, finde ich cool, dass du kein Basic-Schwitzer-Team hast, Bratte. Kundeskönig. Oh, direktes Connection-Zeichen. Stabilo wie ein Stift. Gegen die Deutschen ist immer die beste Connection, Kapi. 32er Ping. 27er Ping. Ja, GG. Wird wieder ein Eis laufen hier. Geil. Ach so, bleibst du jetzt einfach... Feier ich, Digga. Feier ich, Ferdinand, dass du einfach stehen bleibst. Kann man mal machen, Digga. Kann man mal machen. Richtig geil. Bleibt er einfach stehen, mitten im Angriff vom Gegner, bleibt der Verteidiger stehen. Warum denn auf Cuadrado? Es lag. Tatsächlich, aber es liegt nicht im Internet. Ich glaube, es ist die Elgato, weil ich auf den Tisch gehauen habe oder sowas. Das könnte sein. Der Gegner spielt gut, aber... Ja, nix, aber der spielt gut. Feier ich aber auch, Digga. Ohne Witz. Gegen so einen verliere ich gerne. Weil er einfach nicht ein scheiß Knechtschwitzer-Bastard ist, der jedes Team baut wie jeder andere, sondern sich mal eine Challenge setzt mit einem anderen Team. Ah, Digga, der macht das, der spielt es echt gut. Komme ich kaum hinten raus noch. Junge, wer ist dieses Van Bergen, Digga? Der Assi gut bei dem. Ist es der... Digga, der bewegt sich so viel. Ist es der von den Aufgaben? Ich muss eine Formation wechseln. Das klappt mit der hier. Ich fick doch deinen Vater, Digga. Mann. Der macht alles dichter. Komm da gar nicht raus bei mir. Digga, ein scheiß Baumgartel ist bei dem aber auch gerade beweglicher und agiler als meine Spieler, Digga. Die bewegen sich alle kein bisschen. 29er Ping. Warum lasse ich mich überhaupt auf so ein Spiel ein, Digga? Warum überhaupt? Warum, ist die Banane krumm? Alles ab. Meine Spieler sind so agil. Also der spielt auch besser, der Gegner, klar, keine Frage. Aber trotzdem krass. Nein, Digga. Mach's mal. Keine Chance, Digga. Der wird mich so ficken. Macht der, spielt der wirklich grandios, Digga. Spielt er wirklich richtig gut. Gucken, was der für eine Form spielt. Ich glaube, der spielt 4-4-2. Ich komme hier wirklich gar nicht zum Zug, Digga. Der spielt... Der rennt mich brutal gut an. Der rennt aber... Der tut immer nur so, als ob er anrennt. Dass ich den Ball wieder wegspiele. Der kleine Scheißhurensohn von Ronaldo wollte den Ball gerade einfach, weil ich Viereck angetippt habe, auf Neymar auf der anderen Seite spielen. Ich glaube, mein Schwein pfeift, aber ganz, ganz aus der letzten Drüse raus, Digga. Ist der Van Bergen nicht... Ich dachte, der wäre ZM. GG, Digga. Spielt aber auch einfach besser, der Gegner. Spielt auch einfach besser, Chat. Halt deine Fresse, Manni Breutmann. 4-2-3-1. Ich probier mal 4-3-3-4. Maybe it goes better. Leckt das Gameplay noch oder geht's, Chat? Perfekt, Digga. Da wollte ich nicht hinspielen, du verficktes Hurenspiel. Ach, Digga, dreht sich da wieder weg. Aber ich frage mich echt, warum spielst du dahin? Das frage ich mich auch. Und warum ist der Ping so scheiße? In einem Spiel, wenn man wieder gegen Deutsche spielt, wo die gar nicht so weit weg sind.
Das frage ich mich immer gegen die Deutschen am schlechtesten. Was für 8-4, warum legst du Auge, du kleiner Misshund? Was für Schwitzer ich auch wieder kriege, ne? So kann man auch kein gutes Ergebnis in der Weekend League holen. Einer nach dem anderen. Können wir alle mich begrüßen. Also nicht die Gegner, sondern EA für das tolle Matchmaking. Jetzt schon, Digga, weil so früh in der Weekend League. Digga, du kleiner Hurensohn, wurdest von deiner scheiß Arschfalte geboren, deines Drecksvaters. Der Ball ist doch daneben, nur weil du nicht anvisiert bist, kannst du doch trotzdem zum scheiß Ball laufen, Mann. Ihr seid in einem Team, ihr scheiß Hurensöhne. Meine Fresse. Ich wollte in die Kurzecke schießen. Ich dachte, er stellt Torwart. Was ist das für ein komischer Flick gewesen, Digga? Mach doch mit dem Knie! Ich küsse doch dein Herz. So, ein Schmutztor, Digga. Puh, spuck ich auf euch, yay. Puh, spuck ich auf euch. Wo er hinspielt. Wo er einfach wieder hinspielt, Mann. Bietet sich offensiv halt leider hier echt wenig an, ne? Guck mal, First-Time-Schuss-Fake funktioniert nicht. Es tut mir leid, Digga, aber die Connection hier ist so schlecht, das kannst du auch wieder keinem schwanzlutschenden EA-Mitarbeiter erzählen. First-Time-Schuss-Fake wieder unmöglich, um mit Dembélé da durchzurennen. Wenn du vom eigenen Unternehmen, das dieses Spiel aufbaut, abgehalten wirst, gut zu spielen, Digga. Da stimmt doch auch irgendwas nicht, Mann. Hey, hey, mein Fuß war zwischen deinem Bein und dem Ball. Wie kann das dann kein Foul sein? Das ist so lächerlich, Digga, dass er nicht auf den anderen Stürmer spielt, Digga. Ich kann's einfach nicht mehr, Mann. Ich kann's einfach nicht mehr. Jetzt ist auch noch mein Monitor kaputt gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.